Hallo, liebe YouTuber. Hier mal ein kurzes Infovideo. Ich hoffe, es bleibt auch kurz. Ja, was erwartet euch jetzt alles auf meinem Kanal? Ja, und zwar funktioniert jetzt der Grabber. Den haben wir angeschlossen. Und das heißt, es wird jetzt demnächst ein paar Oldies geben von der PlayStation 1 und 2. Anfangen werden wir mit was Spaßigem, und zwar mit Bass. Und geplant ist das mit, ich hoffe, es funktioniert, mit Facecam. Der Mathe wird natürlich wieder mit dabei sein. Und ja, dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Vielleicht Obscure oder Haunting Ground, irgendwas Gruseliges. Obscure kann man auch wieder zu zweit spielen, das werde ich dann auch mit der Mathe machen. Und Haunting Ground, da muss ich wohl alleine durch, aber ich werde mir auf jeden Fall. Genau! Mir ein bisschen Rückhalt von Mathe geben lassen. Was folgt noch? PC-mäßiges Dead Island ist schon im Kasten. Davon habe ich schon, ich glaube, 4 Folgen auf dem Rechner. Wow! Und Anno werden wir jetzt ein paar Teile let's playen. Was für ein Anno? Ich habe das 15er, da müssen wir, glaube ich, eine Mod draufschmeißen, damit es zu mehreren spielbar ist. Aber wir werden auf jeden Fall das 17er machen, das 14er weiß ich noch nicht. Und wir haben beide das 20er, was vielleicht dann auch noch kommen wird. Aber wir starten jetzt mit dem 17er, das ist ganz schön, das ist mein Lieblings-Anno. Ja, weiter geht's natürlich mit Shrine und am Wochenende, so ist es zumindest geplant, sofern wir genug Leute zusammenkriegen, weil es ist ja auch Fußball-WM, die Deutschen, ja, Daumen drücken, heute geht's los, zumindest mit unserem Spiel. Ja, am Wochenende ist dann noch das Multiplayer The Last of Us mit den neuen DLC-Maps geplant. So, ja, so viel dazu. Eigentlich eine Menge, was jetzt folgen wird die nächsten Monate. Auf der Gamescom bin ich auch. Ich bin am Samstag da. Das ist, glaube ich, der, weiß ich nicht, der 16. August oder so. Da bin ich dann da. Falls jemand Interesse hat, kann man mich dort anfinden. Jo, ansonsten viel Spaß bei den Videos, die jetzt so folgen werden. Ciao, ciao, eure Laura.